So, hallo YouTube, da bin ich mal wieder, euer Kevin. Es geht um das Thema Projekt, das ja mehr oder minder geheim bleiben sollte oder mal zumindest unbekannt. Ein paar von euch haben uns geschrieben und haben gesagt, was sie denken, was es für ein Auto ist. Ein paar von euch hatten auch recht. Und zwar geht es um den Ford Focus RS, aktuelle Baureihe MK3. Wir haben hier auch schon die Terminierung und die Kundenzusage. Hier geht es um einen Komplettumbau, habe ich bereits schon erwähnt. Wir werden eine Venturi-Ansaugung verbauen. Wir werden einen Wagner Ladeluftkühler verbauen. Der hat leider momentan noch etwas Lieferzeit und kommt nicht wie gewünscht am 1.3., so wie es offiziell mal bekannt gegeben war. Spielt aber keine Rolle. Andere Teile haben auch etwas Lieferzeit. Es wird eine Ego X verbaut von HG Motorsport. Es wird eine EWG Downpipe verbaut. Wir werden die Bremsleitungen, die serienmäßigen Bremsleitungen tauschen gegen Stahlflex Bremsleitungen. In diesem Zuge auch gleich die Bremsflüssigkeit auf einen höheren Standard erweitern. Fahrwerksfedern verbauen. Hier in dem Fall nur Federn, kein Gewindefahrwerk, weil einfach der Kunde mit dem Serienfahrwerk schon sehr zufrieden ist und der eigentliche Grund ist einfach nur ein bisschen tiefer. Da wird man auf KW zurückgreifen in diesem Fall. Da geht es um eine Tieferlegung 2020. Das reicht bei dem Auto auch vollkommen, weil er auch serienmäßig vorne schon relativ gut auf dem Boden liegt. Dann haben wir das Thema Software-Datenstand natürlich und das Thema Leistungsprüfstand. Es wird bei diesem Auto eine Eingangsmessung geben. Es wird einen Umbau der Hardware-Komponenten geben. Danach eine Messung, heißt EWG Downpipe, Ladeluftkühler, HG Ego X, Venturi Ansaugsystem. Danach die Anpassung auf die Hardware und dann wird es nochmal einen Prüfstandslauf geben, dass man einfach euch drei Steps haben, dass ihr einfach seht, okay, Serie, streut nach oben, liegt gut, streut nach unten. Was bringt im Einzelnen die Hardware? Was bringt der Ladeluftkühler? Was bringt die Ansaugung? Was bringt die Downpipe ohne Datenstandanpassung? Und danach einfach noch der Unterschied, was bringt der komplette Umbau? Ja, dass ihr einfach da gut aufgestellt seid. Vielleicht fährt der ein oder andere von euch auch dieses Fahrzeug. Und ich auf der Suche nach noch diversen Teilen oder Klangvideos von der Ego X Abgasanlage von HG. Wird man natürlich auch online stellen. Es wird ein Umbauvideo geben, es wird ein Soundfile-Video geben, es wird ein Tacho-Video geben und einfach ein bisschen eine Vorstellung rund um das Fahrzeug. Jetzt würde ich sagen, Thema ist gelüftet. Also es geht um den Ford Focus RS MK3. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Donnerstagnachmittag und bis bald, euer Kevin. Ciao.